Einen schönen guten Tag, ich melde mich zurück und es ist jetzt schon eine Ecke her. Warum, wieso, weshalb, sage ich am Ende für die, die es interessiert. Jetzt aber erstmal zum Thema. Und das geht wieder ein bisschen in die Richtung Politik und zwar die Klimalüge. Wir haben es alle mitbekommen, die Welt steht praktisch schon am Abgrund. Erderwärmung und dann noch so viel CO2 in der Luft. Eieiei, was ist da denn los? Bei Luft sind wir eigentlich schon bei einem sehr guten Stichwort, denn was ist denn eigentlich in dieser Luft aus? Was besteht denn Luft eigentlich? Klar, der Hauptbestandteil von Luft ist Stickstoff mit 78% und Sauerstoff mit so circa 21%. Dazu kommt noch ein knappes Prozent Argon, das ist ein farb- und geruchloses Gas mit nur einem Atom und zählt zu den Edelgasen und natürlich das ganz böse Kohlenstoffdioxid, das CO2. Kohlenstoffdioxid, darin steckt das Wort Dioxid. Dioxid wiederum heißt nichts anderes, als dass zwei Atome des Sauerstoffs in der Verbindung drinnen sind. Kohlenstoff mit dem Symbol C plus Sauerstoff mit dem Symbol O, von letzterem zwei Atome, deshalb CO2 und ausgesprochen halt auch einfach Kohlenstoffdioxid. Von dieser in erster Linie nicht gefährlichen Verbindung steckt in der normalen Luft rund 0,04% und das ist nicht wirklich viel. Um das mal anders zu formulieren, es kommen gerade mal 380 Teile CO2 in einer Million Teile Luft vor. Das ist wirklich nicht viel. Also bitte. Das Umweltbundesamt hat sogar selber gesagt, dass der Mensch bzw. die Menschheit gerade einmal für 1,2% des vorhandenen CO2 verantwortlich ist. Demnach sind von den 0,04% CO2 gerade einmal 0,00046% von den Menschen ausgestoßen worden. Wenn man sich das jetzt so durch den Kopf gehen lässt, ist eine Klimaschutzpolitik, wie sie sie momentan in Deutschland gibt, von der lieben Frau Merkel, aber zu der kommen wir später noch, in der man den CO2-Wert als Punkt aufführt, ziemlich lächerlich. Denn wenn die Zahlen, die vom Umweltbundesamt kommen, korrekt sind, spielt es überhaupt keine Rolle, ob wir irgendwas an unserem von den Menschen gemachten CO2-Ausstoß ändern. Das Wort Klima bezeichnet ja nichts anderes als alle meteorologischen Vorgänge, also im Endeffekt das Wetter draußen. CO2 könnte nach dieser Definition, die allgemeine gültig ist, ohne Frage, nur einen Einfluss auf das Klima haben, wenn es das Wetter beeinflusst. Dass dem so ist, konnte nie bewiesen werden. Es ist komplett unmöglich, dass die Klimaerwärmung nur auf dem CO2-Wert basiert. Das ist einfach eine Lüge, und zwar eine ziemlich große im Endeffekt, weil damit wird ein Haufen Geld gemacht, das wird von vielen Regierungen gesagt, das glauben so viele Menschen, das wird durch die Medien verbreitet, das ist fast schon die größte Lüge aller Zeiten. Uns wird in den Medien ja, wie gesagt, immer so schön erzählt, es wird immer wärmer, ja, und wenn es dann kälter wird, was ist denn dann? Ja, das kalte Wetter kommt auch vom Klimawandel. Oder es wird komplett ignoriert oder als Ausnahme abgetan. Und das ist einfach unlogisch. Kennt ihr Al Gore? Der war von 1993 bis 2001 der Vizepräsident der Vereinigten Staaten. Und wurde zum Beispiel in South Park mit seinem Getue ziemlich gut verarscht. Eben der hat diesen tollen Film gemacht, nennt sich Eine unbequeme Wahrheit und ist ein Riesenmeisterwerk. Not. In dem Film wurden Dinge verschwiegen und andere Dinge dafür so angepasst, dass genau der Effekt entstehen sollte, den sie wollten. Dieses Erzeugen von Angst, einfach nur um eine tolle Rechtfertigung für die Klimapolitik zu haben, die höhere Umweltsteuern, Emissionsabgaben, Mauterhöhung für die bösen Autofahrer und zur Folge hat. Gleichzeitig fliegt er aber mit seinem Privatjet durch die Weltgeschichte und verbraucht in seiner Bude so viel Strom wie 232 Haushalte, um genau zu sein. Und was er an seinen Vorträgen so erzählt, ist wie gesagt erlogen. Al Gore ist damit der Inbegriff eines Heuchlers und bekommt von mir den Heuchler Award. Bitteschön. Physiker wissen, dass es keinen Treibhauseffekt gibt. Und auch keine Erderwärmung. Eine Erderwärmung ist vom physikalischen Standpunkt auch völlig unlogisch. Das kann es eigentlich nicht geben.
Denn, wie die in dem Gebiet Bewanderten unter euch jetzt wissen, kann sich ein Körper nicht von der Energie erwärmen, die er ausstrahlt, beziehungsweise die in ihm steckt. Stellt euch einen Heizkörper vor, jetzt fließt in den permanent immer gleich warmes Wasser rein. Am Anfang, klar, da erhitzt er sich, aber überspringen wir mal den Teil. Der Heizkörper wird nie wärmer werden als das Wasser, als diese Wärmeenergie, die er eben ausstrahlt. Der Mensch kann das Klima nicht verändern, das ist einfach so. Der Mensch muss sich an das Klima anpassen. Wir als Menschen sind auf der Erde auch die einzige Lebensform, die das kann. Der Mensch kann als einziges Lebewesen überall leben. Wir schaffen uns unsere Lebensräume. Und wenn wieder mal eine Eiszeit kommt, werden wir uns da anpassen. Und auch wenn die Erde mal wärmer werden sollte, könnten wir uns auch daran anpassen. Trotz der Tatsache, dass so viele Daten verfälscht sind, fährt zum Beispiel die Merkel ihre Ökopolitik bis vorhin hier für diese vorhin ernannten Dinge mit mehr Geld und so weiter, obwohl man mit so einer Politik rein gar nichts am Klima ändern wird. Die Frau Dr. Merkel weiß, dass, naja, sie ist ja Atomphysikerin, also daher auch der Doktortitel, sie weiß es und trotzdem spielt sie dieses Spiel. Aber warum? Weil wir als Bürger, als Menschen verarscht werden, ganz bewusst und so geplant von unserer lieben Regierung. Die Panikmache in den Medien sind nur ein Zeichen, dass wir diesen Medien nicht vertrauen können und es auch nicht dürfen, weil sie kontrolliert werden von der Regierung. Ich sage das gerne und ich sage es auch immer wieder, aber das sollte auch eigentlich einfach jeder wissen. Ich sage es trotzdem. Der Staat hat seine Finger in den Medien durch die Rundfunkaufsichtsbehörde zum Beispiel. Es wird alles gefiltert und kontrolliert. Gegensprecher mit größerem Publikum, wie in diesem Fall jetzt ich, werden mundtot gemacht, bewusst von der Regierung. Viele fragen sich, was kann ich dagegen tun? Da gibt es ein simples Mittel. Informiert euch und die Menschen in eurem Umfeld, indem ihr ihnen Videos dazu zeigt, indem ihr ihnen die Wahrheit sagt, einfach indem ihr die Wahrheit verbreitet. Wir alle wissen, dass die Medien von Lobbyisten gesteuert werden, denen es nur ums Geld geht. Den Quatsch vom Klimawandel, diese Klimaerwärmung, das kann man einfach nur vergessen. Und damit komme ich für heute auch zum Ende. Es kam jetzt schon eine Ecke nichts mehr, jedenfalls kein richtiges Video. Liegt daran, dass ich etwas gekränkelt habe und meine Stimme am Arsch war und immer noch ein bisschen am Arsch ist. Und ich auf meinem Zweitkanal auch wieder aktiver geworden bin. Das haben die allermeisten von euch jetzt auch mitbekommen, deshalb führe ich das jetzt hier nicht mehr aus. Ich werde meine Videos vorübergehend erstmal in unregelmäßigen Abständen bringen. Es werden, falls alles klappt, trotzdem 3 bis 4 Videos die Woche kommen. Aber ich sage nicht mehr genau wann. Einfach damit ich ein bisschen mehr Freiraum habe und nicht genötigt bin, auf Druck ein Video rauszubringen, das dann im Endeffekt totaler Mist ist. Das wollte ich einfach nur mal so sagen. Wenn ihr Themenwünsche habt, dann könnt ihr die weiterhin in die Kommentare schreiben. Ich freue mich drauf und ich versuche möglichst viel zu behandeln, obwohl ich jetzt halt schon momentan so ein paar Ideen noch habe, die ich noch umsetzen will. Das war's soweit auch. Ich wünsche euch einen entspannten Resttag und wir hören uns die Tage wieder. Macht's gut, euer Maxim Gaming. Tschüss.